Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Second Before Us. So, liebe Leute, wir erkunden den Ventilatorenschacht. Okay. Oh nein. Oh, okay, das kann unheimlicher wahr sein, gell? Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wir treffen doch keine anderen. Oder wissen ja gar nicht, vielleicht sind das ja irgendwie Aliens oder so. Oder irgendwelche komischen Wesen, die uns da eingesperrt haben. Wissen wir eigentlich jetzt. Wissen wir eigentlich. Warum? Warum die Welt untergegangen ist? Wir sind ja da in Sektion Delta. Die einzige Einheit, in der es anscheinend. Nur menschliches Leben gibt und unsere Erinnerungen wurden ausgelöscht. Warum auch immer, damit wir nicht wissen. Oh, warte mal. Oh, ist das geil. Boah, ist das geil. Okay, wie kommen wir da jetzt raus? Damit wir halt nicht wissen, warum die Welt untergegangen ist. Oder stimmt es überhaupt? Haben die uns eigentlich vielleicht. Es kann sein, dass die uns den Gedanken einpflanzt haben, dass die Welt untergegangen ist. Das Ganze stimmt gar nicht. Kann ich mit der was machen? Hä, was ist denn das für ein scheiß Leiter? Achso, die ist gar nicht fest. Fliegen ja Schiffe? Flugzeuge. Was ist denn ein Curfew? Ich weiß leider nicht, was das ist. Was ist ein Curfew? Okay, ich schätze mal, dass uns da rob. Okay, es ist ja eine futuristische Welt. Na gut, das war eigentlich eh irgendwo klar, ne? Also so futuristisch meine ich. Also eigentlich war es nicht klar. Aber halt so futuristisch mit Roboter. Ja? Aber es hat halt schon die Einrichtung an sich hat schon so ausgeschaut. Oh nein, der hat eine Sägehand. Oder? Nein, oder benutzt er die Säge? Hm. Gut, ich schätze mal, dass der uns halt nicht sehen darf. Aber ich weiß es nicht. Gott, da hoch komme ich sowieso nicht mehr. Ich geh einfach mal hin, scheiß doch drauf. Geht der Kosten da, glaubt's auf? Ja, der benutzt die Säge, der hat die Säge nicht aus Hand. Hahaha, ja, gut, machst du das. Weiterarbeiten. Ich geh da zur Einrichtung da, ich mach nur meinen Kontrollgang. Okay, ich bin jetzt nicht damit. Okay, ich bin nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ja, Mann, die haben mich doch 100 Pro schon gesehen über irgendwelche Kameras und so. Die wissen sowieso schon, dass ich da unterwegs bin. Aber wahrscheinlich muss ich die Leiter nehmen und da wieder raufklettern oder so. Also ich gehe halt echt ungern da hin jetzt. Ich glaube, der hat die Säge doch in der Hand. Aber warum sollte der mich umbringen? Ich gehe einfach mal hin, scheiß doch drauf. Future. Dass wir es nicht vergessen, dass wir in der Zukunft sind. Okay. Gut, er tut uns anscheinend nichts. Er ist Menschen gewohnt. Gut. Das gefällt mir. Hm.
Electricity Supply System. No electricity. Aha, okay, es gibt keinen Strom, aber das Licht brennt da ja, oder? Hä, wo kommt denn das Licht da her? Ah, da. Achso, es ist Tageslicht. Mir würde. Mich würde jetzt interessieren, ob unser Charakter das kennt, wo wir da jetzt gerade umherlaufen, oder ob er das erste Mal da ist. Weil es hat ja am Anfang geheißen, dieser Komplex ist so riesengroß, dass er noch nicht einmal überall war. Preparation Zone. Ob das jetzt ein Neuland ist, oder... Your work is important. Ah, das finde ich geil. Wir können uns da jetzt so richtig umschauen. Error. Electricity Supply System is turned off. Warum ist da immer dieser Uncle Ben's Reis? Und nur Reis, 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 Reis. Access to the closed part of the Wing A. To access the protected area of Wing A, you must open an airtight door. To do this, disable its lock system using the corresponding switch in the security room. These actions should be carried out before you activate electricity. Okay. Security room, irgendwas aktivieren, dann das Lufttürdings und dann Strom. Habe ich da weiter drucken? Keine Ahnung. Okay, gehen wir uns aus. Ja, aber so ist er da sehr runtergekommen aus, ne? By the way. By the way, seit wann sage ich denn dies? The History of the Titans Fall, Volume 1, Chapter 3. Titans Fall? It all ended even before the start. Mankind had reached the peak of their development. The economic growth of even the most backward countries allowed the people to live in prosperity. People forgot about wars and famine. This resulted in population growth of 15% each year. People were building plans for the development of nearby planets. Okay. Expedition of Claus and Vanek. Spaceships were built which were capable of relocating large numbers of people over the vast cosmic distance in a tolerably short time. Okay, also die Menschen sind auf andere Planeten gereist. Also so war der Plan. Oder haben sie es gemacht? Weil es einfach zu viele Menschen auf der Erde geworden sind. All this was before the so-called cataclysms. Aha, okay. They occurred so quickly that modern scientists still do not fully understand them. One thing is certain, mankind was devastated by the events. Humanity regressed not to the period of industrialization and the Industrial Revolution, but further back. But, Punkt. Much further back. Aha. Okay. Okay, jetzt bevor die Welt untergegangen ist, haben sie schon versucht zu expandieren. The guarantee of survival. Locked. Ah, es ist der Wing A, der Verlockte. Verlockte. Der Verlockte. Was denn? Wo wird denn da jetzt geschrieben? Ich habe jetzt nichts gesehen. Und irgendwie sind wir schon ein wenig klar, oder?
Und warum haben Klos immer was Gruseliges an sich? Ich verstehe das nicht. I can't send the message to your intercom, so we will use old-fashioned method. Smiley. As you know, the needs of Wing B recently increased, and there is now a shortage of electrical power. I have no idea whether was it planned, but there is a source of natural gas under the complex, which is really lucky. At least someone thinks so. Okay, also Strom wird knapp, aber es ist eine natürliche Gasquelle unterm Komplex. Aha. Honestly, I'm really worried to think that the governor relies on these rusty old pipes, and now he wants to increase the gas pressure. I don't even want to think about what will happen if they fail. I need to get this information to the council urgently, but I don't know how to get a pass to the meetings. Write me as soon as you can. What do you think about all this? Okay, also die Leute haben Angst, dass die alten Gasleitungen platzen, weil sie jetzt mehr Gas durchpumpen, weil der Strom knapp wird. Okay. Source Local Mike Kinley. Great Pew. Geht da was auf? Wir probieren einfach mal. Nein. This place is still awesome. Nix, okay. Schade, 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 schade. Okay. Dann da haben wir Generator. Ja, aber was? Aber ich muss doch vorher in der Security, oder nicht? Hört mal auf mit diese Kackgeräusche da. Ein Brief. Instructions for electrical supply of Wing A. To start the electrical supply system to the closed part of Wing A, as well as to the airtight door, you must start the generator by turning the corresponding switch. Next, you need to turn on the switch of the electro. Okay, jetzt warte mal. Was ist denn ein corresponding switch? Der Generator am Generator selber, oder? Und dann das Supply-System, okay. Schaff mal. Warum sind da so scheiß Geräusche jetzt? Bitte. Klappe, ich bin da am Arbeiten. Da gibt es ja nicht einmal irgendwo einen Hebel. Bäh. Wir kriegen das hin, keine Sorge. Keine Sorge, da leuchtet es. Das ist immer mal ein guter Hinweis. Ja. Okay, alles klar. Doch da drinnen. Oh nee! It's broken. Ja, was ist denn da jetzt broken? Was ist da broken? Da ist jetzt auch nichts rumgelegen. Only Level 3 Engineer. Okay, jetzt mal, wir müssen erst irgendwas finden.
damit wir es reparieren können. Kann ich mich da reinstellen in diesen Datenstrom? Na. Ach so, das ist ja Security. Warte mal. Habe ich das eh schon aufgemacht? Okay. 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 Vielleicht ist da hinten irgendwas. Oder der Roboter? Der Roboter vielleicht, ha? Mit seiner Säge. Hey Kumpel! Ich hab gerade was entdeckt. 792? Ich schreibe mir das mal auf. Hast doch 792, oder? Jetzt braucht man 100 Pro für irgendwas. Machst doch irgendwas mit dem Door-Canner, oder? Okay. Warum sind da so blaue Lichter überhaupt da? Okay, na, okay, gut. Das muss dann schon irgendwas drinnen sein. Gut. Also, wir müssen... Die war ja gelockt. Generator. Area of Special Control. Ja gut, am Heißel wird jetzt nichts sein, schätze ich mal, ne? Okay, mal ins Klo da reinschauen. Ach, der hat was gehört. Vielleicht findet man jetzt irgendwas, was halt vorher nicht da war. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ob man wisst, ob man erst was entdecken muss, damit dann was erscheint, oder ob das sowieso immer da ist. Das war ja schon da gelegen. Und vor allem, was ist das? Ich kann meine... Ah, man muss das gedruckt halten. Eben noch, da geht irgendwie was auf, so ein Menü. Man muss den Tab gedruckt halten. Aber ich weiß halt jetzt trotzdem nicht, was ich da eingesammelt habe gerade. Ich hab mir das jetzt nicht genau angeschaut. Mike Kinley, Sus Local. Okay, ich hab. Ja, irgendwie hat das wie so eine riesengroße Chipkarten ausgeschaut. Ich geh jetzt einfach nochmal zum Generator-Dingsbums dahin. Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen.
Da hat man nichts da keine Ahnung. War schon mal gut, dass ich das gefunden habe. Vielleicht beim Security, vielleicht kann ich es jetzt irgendwo einsetzen. Am Computer oder so. Oder da bei der Tür. Hab ich da eigentlich schon mal genauer geschaut? Na. Die wird nur mit Strom funktionieren, schätze ich mal. Vielleicht kann ich auch jetzt irgendwas beim Roboter machen. Vielleicht ist es irgendwie so Umprogrammierdings oder so. Was ist denn die Airtight Door? Disable its lock system using the corresponding switch in a security room. These actions should be carried out before you activate. Da ist wohl ein Switch im Security Room. Da bin ich ja jetzt. Hinter der Tür? Was ist das? Das sind die einzigen Switches, was ich habe. Disabling the protection system can lead to a... Mal 3. Airtight Door, ist es die da draußen? I don't know. Ist dies die Airtight Door? Ich schaue jetzt nochmal hin. Ist hier da irgendwas? Was übersehen wir? Einfach mal alles genau anschauen. Oh Gott, das ist geschreckt. Halt, stopp. Haben wir das schon gesehen? Das ist, glaube ich, nein. Listen, I don't know why the old goat, you know who I'm talking about, demands so many pipes. Naja, wegen am Gas, ne? Oder wegen die Rohre da. But he wants us to double the supply. My robots can't even handle the original number of pipes. They simply have no time. They don't last long before they break down. We have already lost more than half of them. I know you can influence the old man. Try to convince him to reconsider his plans. Otherwise he won't see any more pipes. Okay, also die Roboter, die arbeiten da einfach. Okay, ja, er will halt die Pipes haben. Für das Gas. Oh.
Man hat immer, dass man die Leiter da nehmen muss, damit man halt dann da wieder hoch kann. Kann man da was aufmachen? Nee, dann geht es nicht weiter. Ich sehe irgendwas ganz Essentielles anscheinend. Can you help me, Mr. Robot? Er lockt Door. Oder was? Was für Door? Electricity Supply System. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn wir das finden, was wir brauchen. Und dann dieser Moment so, ah oh, nee, bin ich dumm. Ihr wisst, was ich meine. Operation Zone. Ich würde da gerne wissen, was ich aufgesammelt habe da. Nee, nee, halt, stopp. Warum? Was hab ich jetzt anders gemacht? Ich hab die doch vorhin nur probiert. Was habe ich in der Zeit gemacht, dass die jetzt aufgeht? Ey, keine Ahnung. Okay, ja, jetzt haben wir das Repair Kit. Mann! What are they thinking of? I'm reduced to repairing robots with parts made from tin cans. And they want to restore their old robots too. If I could go back in time, everything would have been different. Ja, okay, also sie wollen jetzt die alten Roboter auch herrichten, weil sie eben mehr Roboter brauchen, weil sie mehr Rohre brauchen. Aber die, naja, es hört sich nicht sehr zuverlässig an, wenn man die als aus Dosen repariert. Okay, ich jetzt. Es leuchtet grün, das war's jetzt, oder? Warum geht der Bildschirm jetzt noch nicht? Wo muss ich eigentlich hin? Ist jetzt die Tür, was aufgeht? Nee. Oder muss ich am Generator selber? Hab ja nichts da, keiner. Schauen wir mal. Der geht auch noch nicht. Oder Generator leuchtet grün. Vielleicht muss ich den da draußen auch noch aktivieren. Schauen wir mal. Jetzt sollte es da offen sein. Explore the closed part of the Delta. Disable the protection system of special zone. Find a way to get into the area of special control. Okay, also ich will schon in diese Tür da rein.
Dreimal. Da steht ja mal drei. Ich hab jetzt dreimal gedrückt, aber es hat wenigstens einmal ein Geräusch gemacht. Das hat es mich vorher auch nicht, oder? Schauen wir mal. Geht's jetzt auf? Scheißtür. Okay, was ist da gelagert? Was ist da gelagert? Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Geil, fast eine halbe Stunde. Nur für... Eigentlich haben wir eine halbe Stunde gebraucht für dieses Rätsel. Okay. Aber jetzt muss ich nochmal schauen. Explore the closed part. Also das haben sie geschlossen, den Teil. Also bewusst. Schätze ich mal. Warum? Ja, da soll ich rüberlatschen. Okay. Ja, muss ich wohl. Okay. Lauf, lauf, lauf. Nicht runterfallen. Sehr gut. Oh, schön, wie da diese roten Blätter runterkullern. Na, wir schauen uns erst da um. Wie kommt der Container da hin? Da kann da nur runtergefallen sein. Okay, man kann nicht runterfallen. Gut, gut, gut. Eine Notiz. Ein Buch. 27. Pressure in system is 50% of nominal. All systems working normally. 10.03. Pressure in a system is 73%. There is no further increase. Okay, 14.35. Fixed a leak in the recycling chain. Defect in conductive pipes. Pressure continues to increase after system repair. 17.13. Pressure in system is 98%. Notice serious heating of conductive elements. Switch the system into emergency mode. 20% of nominal pressure. It will take me at least a week to get the gas systems into full working order. The governor is furious, but what can I do if all the systems were built from rusty scrap metal? Okay. Das ist korrekt. Okay, wir gehen einfach mal da rein. Passiert sicher nichts. Apparently, these are governor's records. Oh. We are weaker than ever. Being the crown of creation on top of everything. Being absolutely sure of our invincibility, we were almost completely exterminated. Actually, we are like little babies. We are vulnerable and we are the slaves of comfort. Okay. And what is a comfort for us? Of course, it is energy that keeps us from falling back into the darkness of the Stone Age. I've told them the way we need to go. We need to pull all our efforts into strengthening our energy security. But I can't do it on my own. All these useless parasites from the council think I'm just a crazy old man, and even the prior won't support me. Of course, it's much easier to conduct secret experiments in Wing B. Ah, geil. Than to worry about tomorrow. I still think I can convince these smart asses. I just hope I won't be too late. Aha. Geheime Experimente in Wing B. Okay, das war's jetzt. Mehr gibt's da nicht. Und was war jetzt unsere Erkenntnis? Ja, Wing B. Okay. Und dass der Chef da von uns Reborn. Simulation Environment. Okay, wir sind wieder in einer Simulation. Geil, dass das da steht. Also der Chef da von Delta, Ding, schätze ich mal, der ist auch genervt von den Obersten, so habe ich das jetzt verstanden.
Okay, wir sind wieder in einer Simulation. Okay. Schauen wir mal, was da steht. 17. Jänner 85, Part 1. Dear Professor, I've been at the archaeological excavation for a week in time. Ich würde früher Archäologin werden. Ist mir gerade so eingefallen. In that time, a number of things have happened, some good and others not so good. We haven't been able to identify the purpose of these standing stones yet. There are some theories, but I prefer not to say until I'm completely sure. As expected, Mr. Harsley and I don't get along. However, we found a strange tunnel next to our camp. I'm absolutely sure that there is a secret passage behind one of its walls. We couldn't break the wall with picks, and Mr. Hursley, along with his assistants, went to London for explosives. Also, Sprengstoff, ne? I was strongly opposed to that, because an explosion could easily destroy the ancient structures. My horse is lame, so I can't come to you personally and report all the violations Harsley and his people are committing. This is simply unacceptable. In addition, there is an altar near the standing stones with rune symbols on it. I don't understand them yet, but perhaps they can help me. Oh nein, somehow. Anyway. I will keep you informed for future developments. K. Ich habe jetzt vergessen, was, welcher Norm ist beim, an der Klowand. Da war ja. War das Harsley? Na, glaube ich nicht. Irgendwas mit. Das war irgendwas mit K. Ah, vergessen. Okay. Ja, da vorne können wir eh nicht weiter. Da ist die verschlossene Tür. Da müssen wir erst wieder irgendwas machen. Oh, es ist sehr finster da. Und das schaut ziemlich geil aus. Ah ja, wie gesagt, ich wollte früher echt lang Archäologin werden. Ich stelle mir das auch jetzt nur richtig cool vor. Ich meine, ich weiß ja nicht, was macht man da so den ganzen Tag? Also wenn man jetzt Archäologe ist. Also, ich bin doch nicht jeden Tag irgendwo unterwegs und tue was ausgraben, oder nicht? Da muss ja irgendwie eine Zwischenarbeit irgendwie geben, was man tut. Also, wisst ihr, was ich meine? Macht man da einfach nur so Research, wo könnte was vergraben sein oder so? Internet, Google oder sowas. Oder von steht wer? Okay, und das sind die Runen, schätze ich mal, von denen er gesprochen hat. Runen. Okay, ja gut. Schauen wir mal da runter zu der Person. Vielleicht erfahren wir da ein bisschen mehr. Oh, es ist so finster. Hallo? Das ist Stonehenge. Oder? Ist es Stonehenge mit dir? Ja, sicher. Bin jetzt blöd oder was? 25. Jänner, Part 2. I have succeeded. I asked Hursley for a couple of days to open the passage without gunpowder. Ah, ja, cool. And I managed it. All I had to do was to place stones on those rune signs of the altar, which are repeated on the plates of the megaliths. Now the passage is open. It will be the greatest archaeological discovery of the 19th century. Okay, also was hat er gemacht? Steine? Er hat Steine auf die Runen da, die sie am Altar wiederholen. Okay.
Ja, das muss ich dann auch nicht mehr machen. Da hinten ist übrigens nur ein Campfire. Die sie wiederholen an den Megalithen. Was ist denn das? Megalith ist doch so ein Riesenstor, oder nicht? Also das Symbol habe ich. Ich schätze mal da beim Brunnen da vorne, oder? Achso, jetzt habe ich den da aufgesammelt. Achso, ich muss die Steine, glaube ich, vorn hin da. Oder? Ja, ja. Okay, es ist das da. Dann einfach so Kreis mit Punkt. Die Banane. Und ein Vierer. Ein Zwei und ein Vierer. Ist ein Zweier und ein Vierer gleichzeitig. Okay, das machen wir nur die Folge und dann machen wir Pause. Also ich schätze mal, das ist so richtig, oder? Dass ich das richtig verstanden habe. Jetzt have a look. Und dann wird die Tür dahinter halt offen sein. Ich würde da gern hoch. War das jetzt dies? Kann man da vorstellen, dass da so ähnliche Zeichen gibt, ne? Da ist die Banane. Banane. Da ist der Kreis. Dies war's. Ob der Vierer führt, da. Das ist aber nicht der. Da, das ist er. Okay. Okay, schau jetzt nochmal, ob die Tür davor muss jetzt offen sein. Also diese Barriere, ne? Hä, warum sind da jetzt nur drei Symbole? Aber die ist schon offen, oder? Ja, schon. Es schaut auf jeden Fall anders aus wie vorher. Das steht fest. So, liebe Leute, wir machen eine Folgenpause. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.